So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin so müde, mir ist so schlecht. Aber heute gibt es die komische neue Käsesoße bei Maggis. Das Muttertier ist noch da. Die wollte unbedingt immer zu Maggis am Wochenende, wo wir in Gera waren. Das ist Pupsi. Jonas ist auch dabei, der wird gerade hier rumgeschoben. Wir wollen die Gelegenheit mal nutzen, richtig fresh, direkt die Käsesoße von McDonald's zu testen. Jetzt habe ich aber schon gehört, die gibt es nur mit einem Gutschein, wenn man ein ganzes Menü nimmt. Ich habe absolut keinen Hunger. Das heißt, Pupsi nimmt wahrscheinlich jetzt den Gutschein mit dem Menü, wenn es die nicht einzeln gibt. Ich probiere ihr Menü, dann isst sie ihr Menü und ich habe ein neues Video. So müsste das werden. Mir ist bestimmt auch einfach nur schlecht, weil ich die Mama vorhin noch Gönnergy probieren lassen habe, weil die auch die neuen Sorten testen wollte und dann ist immer der ganze Tag im Eimer. Dank Gönnergy. So, wir sitzen jetzt drin im McDonald's. Pupsi hat sich also das Menü bestellt. Ich muss sagen, das Bild hier sieht richtig toll aus. Ich bin ja so schlau, denn ich habe mich jetzt extra hier vor dieses Fenster gesetzt, dass das ganze Tageslicht reinkommt und ihr einfach ein super geniales, helles, freundliches Bild habt. Mir ist wie gesagt schlecht, ich habe absolut keinen Hunger, aber wir müssen das ja für die Arbeit testen. Hier ist erstmal ein Schluck Cola, den probieren wir mal. Boah, es schmeckt einfach nur wässrig. Das ist normale Cola, wa? Deswegen nehme ich immer die Zero, weil die knallt auch gut rein. So. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber angeblich gibt es den halt nur im Menü. Wenn du direkt hier so einen Hamburger nimmst, Royal aus der Royal-Reihe, die haben wir ja letztens auch getestet. Ich fand immer noch den Käse am besten. Den gebe ich dir auch gleich mal rüber, falls du schon anfangen möchtest. Dazu hat Pupsi jetzt Curly Fries genommen, statt Pommes, aber ist nicht schlimm. Dann hat sie extra nochmal einen Schuhcreme-Dip. Der ist wichtig. Sie mag das nämlich immer ein bisschen irgendwie sahnig und frisch und weiß. Und das ist der Behälter, um den es geht. Hier ist der Käse-Dip drin. Den gab es nicht extra zum Auswählen. Du konntest unter allen Soßen, die dir angezeigt waren, den nicht nehmen. Also den gibt es wohl trotzdem vorerst wohl nur im Menü. Oder wir haben es einfach nur nicht gesehen. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es mal rein. Wir machen das jetzt mal hier auf. Da klebt schon die Hälfte am Deckel oben dran. Sieht aus wie Mayonnaise, Buttercreme, irgendwie so ähnlich. Riech mal. Erinnert dich das an was? Tattoo-Soße. Jonas, seine Füße, genau. Wenn ich an Jonas seinen Füßen immer rieche, dann riecht das genauso. Das finde ich sehr gut. Da fühlt man sich doch gleich wie zu Hause. So, wir nehmen mal so ein kleines Teil, halten das jetzt mal hier rein und gucken mal. Bei mir ist das doch bestimmt erst ein bisschen flüssiger und je länger das steht, wenn das abkühlt, wird das dann wie Gummi. Das ist immer, wenn irgendwas mit Käse ist. Jetzt haben wir das hier dran, wollen nur mal probieren, wie die Käsesoße schmeckt. Ja, sehr cremig, sehr weich. Wie so ein Mousse, das aber zerfällt, keine richtige feste Konsistenz hat. Ich brauche mal noch ein zweites Ding. Ich glaube, das ist was, das kann ich mir gut vorstellen, wenn du wirklich eine Art Chili Cheese Pommes machen willst, wo du so eine Soße drauf kippst und dann ganz viele Jalapeno-Scheiben drauf knallst. Diese Mischung aus diesen säuerlichen, scharfen Jalapenos zusammen mit dieser sämigen Käsesoße sind die perfekten Chili Cheese Fries. Wir haben jetzt hier keine Jalapenos, wir haben jetzt hier auch keine Pommes, wir haben nur Curly Fries. Schmeckt halt auch ein bisschen muffig, schmeckt halt auch ein bisschen bitter. Der Käse hat eine leicht bittere Note noch. Ja, wenn du hier reinstichst, merkst du schon, wie es unten drunter flüssiger ist und obendrauf sich so ein kleiner Film bildet, was dann eben fester wird. Das ist aber immer so. Ich kann es dir mal hierher packen. Möchtest du auch kurz probieren, mir noch schnell deine Meinung sagen, wenn ich dir so ein kleines Teil noch gebe. Ich kann das ja auch zusammenschneiden. Fühl dich nicht gedrängt. Was ist deine Mama? Die Mama. Ich finde es schlimm, dass ich immer zu husten muss. Das nervt so extrem.
Hier, Mama, willst du auch mal probieren? Soll ich es mal hier reintunken? So. Einmal für dich mit Käse-Dip. Jetzt warten wir mal, was die zwei Ladies sagen. Ich finde, das schmeckt genau wie diese Toastkäsescheiben. Schmeckt wie die Toastkäsescheiben? Diese Schmelzkäse. Ist das gut oder schlecht? Ja, es erfüllt halt seinen Zweck, das Käse, ne? Dir schmeckt es auch? Ich glaube, für mich ist es nichts. Ich bin nicht Megan Scott, der hat ja gesagt, alles, was mit Käse ist, kann ja nur gut sein. Und eine Käsesoße, stellt er sich unglaublich vor. Aber ich wüsste nicht, zu was ich das essen soll. Wenn ich so einen Burger habe, wo ich schön frisch den Salat drauf haben möchte und die Gurken und die Tomaten und die Zwiebeln mit einer Scheibe Käse, reicht mir das. Wenn ich da drauf jetzt so viel Cheese-Soße hätte, das stopft so sehr, das ist so aufdringlich, das ist nix. Das geht für dich, ich sage, ich probiere eins, okay, ich habe den Geschmack, ist okay, aber so einen ganzen Dip dazu ist nix für mich. Ich brauche dann welche, die ein bisschen flüssiger sind, die ein bisschen klarer sind, den Chili-Dip oder den Curry-Dip vielleicht auch, den Süß-Sauer-Dip. Weil das ist wirklich ein dicker, fetter, fester Brei dann und so schwer liegt er mir da auch im Magen. Deswegen, meins ist es nicht. Habt ihr den Käse-Dip schon probiert? Schmeckt wie Käse, das passt. Für Käseliebhaber ein Muss, aber für mich als Ramse ist das nix. Würde ich jetzt nicht nochmal nehmen. Vernichtendes Urteil. Was ich nehme, ist nochmal ein Schluck von deiner Cola. Ja. Da gönne ich mir doch lieber den Schuhcreme-Dip und denke, das ist Frischkäse und dann ist das auch. Also Frischkäse zum Beispiel finde ich besser als also Schmelzkäse. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Was willst du mir jetzt noch zeigen? Für den Thumbnail. Fürs Thumbnail? Nö, sind wir noch drauf. So, für Thumbnail zeigt man halt noch mal hier so. Das war das Thumbnail, gute Nacht. So, ich muss mich noch mal kurz zurückmelden, das noch mal kurz zeigen. Das ist jetzt noch übrig geblieben. Und das wurde halt wirklich immer fester und ich finde auch, das wurde von Mal zu Mal immer bitterer. Also es gibt ja verschiedene Käsesorten, klar, die dann auch sehr bitter sind und viele Leute mögen das auch, aber das hat mich auch ein bisschen gestört. Die Mama hat dann auch gesagt, ah, da war was Bitteres, ist das jetzt hier das? Nee, es war das und so. Und ich kann mir auch absolut nicht vorstellen, ich finde, es schmeckt, es passt nicht zu den Curly Fries. Ich habe diesen Schnittlauch-Dip da probiert, der wirkt viel frischer und angenehmer. Ich finde, dann passt es aber auch nicht zu Nuggets, dann passt es nicht zu Pommes, es passt mir nicht auf den Burger, weil da will ich trotzdem auch ein frisches Gefühl von dem Gemüse haben und nicht so eine frampfige Soße. Also ich bin jetzt nicht so der Käse-Fan. Ich habe es probiert, mir ist es zu bitter, mir ist es dann zu Was wolltest du denn? Ich wollte sagen, weißt du, an was mich der Käse erinnert? Nein. An den Kochkäse. An den Kochkäse. Es gibt ja verschiedene. Es gibt diesen gelben, der so ganz hell ist, und es gibt auch diesen dunkleren. Und so, das ist der ganze Headburger. Wie Kochkäse, so ist der Geschmack. Und auch diese sämige, der ist doch auch so sämig. Sämiger Kochkäse. Geschmack. Und wir haben extra nochmal nachgeguckt gerade. Also du kannst, selbst wenn du einfach nochmal Pommes bestellen willst, du kannst ihn nicht auswählen bei den Soßen. Du kannst diese Soße nicht normal einfach bekommen. Das heißt, du musst wieder in der App den Coupon haben. Du musst mit dem Coupon dir das Menü bestellen. Und in dem Menü ist die Soße dabei. Ist wieder ein bisschen umständlich. Vielleicht ist das erstmal ein Test, wie es ankommt, ob Leute das überhaupt nehmen. Und vielleicht wird das dann noch hinzugefügt zu den Soßen. Aber laut meines Standes aktuell kannst du die nicht einfach so bestellen und einfach mal mitnehmen und zu Hause mit irgendwas essen, sondern die gibt es halt nur in dem Menü. Wo du dann ja den Topf kriegst, den du mitnehmen kannst, um es zu Hause zu essen. Aber dann ist es ja schon wieder so eine Knetmasse. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vor Ort, euer Ramses. Und ich würde es ja nicht nochmal nehmen. Aber ihr mögt ja Käse, ich nicht. Ja, und liebe Grüße an Megan Scott, gell? Ja, und da kam gerade noch ein Mitarbeiter, dann hat er gefragt, sind Sie etwa Foodblogger? Und dann habe ich gesagt, ich habe doch so einen Kollegen, den Megan Scott, der testet immer und dadurch weiß ich, dass es heute Käsesoße gibt. Und dann guckt er immer, wie die mir schmeckt und ich gucke, wie die ihm schmeckt und dann ist das immer wunderbar. Und da hat er sich an alles super. War der beste Mitarbeiter, den ich je gesehen habe. Er macht sein Ding und er war auch mega freundlich. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.